Heute ist es wieder mal soweit. Ich beantworte eure Fragen. Let's go! Und genau heute hat unser Hand-zu-Hand-YouTube-Channel die 1500 Abonnenten geknackt. Und da will ich wirklich mal ein fettes Dankeschön an euch sagen, denn ohne euch wäre das nicht möglich. Kommen wir nun zur ersten Frage. Ja, die habe ich schon einige Male beantwortet, ist auch etwas eine persönlichere. Aber klar, sage ich dir gern, ich bin gerade am 13. März 20 Jahre jung geworden. Neoboy Solaris fragt: Wie gefällt dir die neue Attack on Titan Zeichenstil? Letzte Staffel. Ich glaube, darüber müssen wir uns nicht streiten, dass Attack on Titan eine richtige, krasse, wunderschöne Animation hat. Dieser Anime ist auch safe in der Top 10 bei mir dabei, aber es gibt einen kritischen Punkt für mich. Und ja, ich sehe schon, wie die Hate-Kommentare kommen. Einfach, es gibt gewisse Fratzen, wo ich wirklich hässlich finde. Also ich liebe Attack on Titan, aber solche Fratzen, also einen solchen Zeichnungsstil, das bräuchte ich jetzt eher nicht. Mir gefällt das überhaupt gar nicht. Ihr könnt ja mal gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr das störend findet oder sogar nein, ihr findet die geil. Das würde mich mal interessieren. Ansonsten wirklich perfekt. Dann fragt ihr noch, was ist dein Lieblingsessen? Naja, das wechselt ihm ein bisschen irgendwie. Denn ihr kennt das vielleicht, wenn ihr von einem gewissen Essen einfach zu viel hattet, dann könnt ihr es nicht mehr sehen. Deshalb, ich bin relativ einfach gestrickt. Ich liebe Spaghetti Bolognese. Super lecker. Lasagne. Ja, eigentlich so fettiges Zeug eigentlich, merke ich gerade. Aber ich kann mich wirklich auch über vegetarisches Essen riesig freuen, wenn es gut gemacht ist. Deshalb ein wirklich top Lieblingsessen. Schwer gerade, ehrlich gesagt. Emily Strike fragt, findest du Kind sein oder Erwachsen besser? Ja, eine sehr philosophische Frage, wie ich finde. Als Kind will man ja unbedingt erwachsen sein, länger aufbleiben, dies, das. Und wenn der Ernst des Lebens beginnt, wenn man erwachsen ist, will man wieder ein Kind sein. Ich glaube, das ist das Dilemma. Ich glaube, es kommt auf die Situation drauf an. Ich kann dir auch hier leider nicht die konkrete Antwort geben. Es gibt Situationen, wo ich wirklich gerne wieder ein Kind sein würde. Aber auf der einen Seite wollte man als Kind auch erwachsen sein. Man kann halt mehr tun und so. Aber auf der anderen Seite hat man als Kind einfach keine Sorgen oder wenige Sorgen auf alle Fälle. Ich würde sagen, ein bisschen beides. Ja, irgendwie von beidem. Ja, besser kann ich es nicht beantworten. Tut mir leid. Hast du vor, irgendwann aus der Schweiz auszuwandern? Ja, tatsächlich hätte ich das wirklich mal vor. Das Ding ist halt, klar, in der Schweiz, man hat ein gutes Gesundheitssystem, muss nicht hungern, aber man muss halt auch viel arbeiten, das ist klar. Ist, glaube ich, ziemlich ähnlich wie in Deutschland, etwa ungefähr gleich. Ohohoho, du bist ja heute richtig philosophisch drauf. Wenn du die Welt verändern könntest, was würdest du tun? Ja, jeder würde sagen, wahrscheinlich kein Krieg, dass niemand hungern würde, kein Leid bei Tieren und Menschen. Ja, ich glaube, das ist so eine allgemeine Antwort. Ja, du stellst heute wirklich sehr schwierige Fragen, muss ich sagen. Was würde ich ändern, wenn ich es jetzt von meiner Warte aus sehen würde? Ich glaube ganz ernsthaft, dass alle gleich sind. Wirklich alle gleich. Ich glaube, das würde mir am meisten am Herzen liegen. Also kein Rassismus, egal ob du weiß, schwarz, gelb, egal was du bist, ob du groß, klein bist, dick, dünn und auch bei der Sexualität, ob hetero, bi, schwul, völlig egal. Ja, einfach den Respekt zu allen gleich ist. Und einfach die Wertung wegfällt. Und dasselbe gilt auch für Tiere, weil einige Menschen glauben ja, dass der Mensch über den Tieren steht. Ich sehe das nicht so. Aber das wäre auch sowas, wo ich sagen würde, einfach alle gleich nicht werden. Ich bin besser, ich bin schlechter. Und ja, das Ganze mit einer riesigen Verantwortung sehen, weil das ist uns vielleicht nicht immer bewusst. Aber wenn wir Aussagen machen, können die verletzen. Und Wörter können zum Teil wirklich Messerstiche sein. Deshalb, ich glaube, das wäre so das, was ich verändern würde. Wer war dein Lieblingscharakter, bevor du Meruem das erste Mal gesehen hast? Also wenn du von Hunter x Hunter redest, war es halt immer Meruem, weil ich ja wegen ihm den Anime angefangen habe. Anime generell kann ich dir schon antworten. Das Ding ist bei Meruem, der ist wirklich mein
totaler Lieblingscharakter. Also vom Design, von seiner Charakterentwicklung, von seinen Badass-Momenten, von der Power. Also ich glaube, David, ist jetzt meine Vermutung, ich glaube, David, niemand was rütteln können. Und ich glaube, er wird auf ewig mein Lieblingscharakter bleiben. Und das andere, vor Meruem, ich hatte auch schon mal Lieblingscharaktere, aber halt nicht seinen Übercharakter, ne? Und wenn ich einen Anime geguckt habe, dann hatte ich ihn auf den Schirm und dann ging er halt ein bisschen in Vergessenheit. Ihr kennt das. Und das ist bei Meruem halt nicht der Fall. Ich meine, guckt euch meinen Avatar an. Ich habe ja extra versucht, ein bisschen mein persönliches Aussehen in diesen Avatar einzufließen. Der Antagonist Yami Marik aus Yu-Gi-Oh! Extrem gefällt. Ja, er ist ein Psychopath, ich fand ihn einfach cool und mit der deutschen Synchro-Stimme war es einfach für mich perfekt. Überzieh die Wüste mit deinem Glühen und lass deinen Zorn auf meinen Feind niedergehen. Lass die Macht frei, die tief in dir steckt. Ich bin derjenige, der dich erweckt. Erscheine in diesem Schattenspiel, mit dir zu siegen ist mein Ziel, geflügelter Drache des Ra! Er zittert vor meiner großen Bestie! Und ein weiterer Charakter, den ich wirklich extrem feiere, aber ehrlich muss ich sagen, ich habe halt diesen Anime schon geguckt, als ich Meruem gekannt habe, ehrlicherweise. Aber Titus aus Magi feiere ich sehr extrem. Und Rin Okamura, der Protagonist aus Blue Exorcist, den hatte ich auch extrem gerne. Also immer noch natürlich. Ja, und natürlich Vegeta habe ich immer sehr gefeiert. Freezer eigentlich auch, bis sie mir ihn kaputt gemacht haben leider. Ich glaube, es würde noch viele, viele mehr kommen, aber das sind jetzt die, die mir gerade in den Sinn kommen, die ich immer geliebt habe. Und wenn ich ganz früh zurückgehe von Digimon, habe ich halt Tai auch sehr gemocht. Danke für deine Frage. Okay, das ist wohl eine Fun-Frage. Wie kann dein Discord-Admin nur so gut aussehen? Naja, schick mir ein Foto, dann kann ich's beurteilen. Wie viel Zeit investierst du in deinen Manga? Relativ viel. Ihr müsst bedenken, man muss halt die ganzen Charakterdesigns machen, die neuen Schauplätze, die Dialoge. Und auch wenn man ein grobes Design hat, muss man das immer abfeilen, weil es muss ja zum Charakterzug auch passen, also vom Aussehen und auch von den Eigenschaften her. Und dann muss man auch noch sehr vieles abklären. Bei mir ist es meistens so, dass ich 2 Wochen richtig intensiv arbeite und dann 2 Wochen mache ich ein bisschen Pause. Weil ich will auf keinen Fall, dass ich keinen Bock mehr habe, weil ich einfach zu viel arbeite. Und ja, ich habe ja nebst YouTube und Manga auch noch ein anderes Leben. Also man hat Familie, muss Kurse machen etc. Also da ist ja noch einiges am Laufen. Aber wenn ich dann in den intensiven 2 Wochen dran bin, kann es schon sein, dass ich mal bis 2 Uhr morgens arbeite. Und ja, es ist halt wirklich eine Herzensangelegenheit, ein XXL-Projekt und habe wirklich viel Spaß dabei. Das muss beim Spaß bleiben. Ich will auf keinen Fall, dass ich halt die Freude verliere, weil ich einfach zu intensiv arbeite. Wie gesagt, 2 Wochen intensiv, dann 2 Wochen Pause. Bist du ein Fußballfan und wenn ja, was ist dein Lieblingsverein? Nicht so wirklich, ehrlich gesagt. Also nicht, dass ich denke, dass ich unsportlich bin. Ich mache schon Sport. Aber natürlich, wenn die WM ist oder die EM, dann gucke ich das natürlich schon. Dann interessiert es mich. Welche Manga hat deiner Meinung nach den besten Zeichnungsstil? Ja, meiner ist doch klar. Ne, Spaß. Vinland Saga gefällt mir ganz gut. Dragon Ball habe ich eigentlich auch immer gemocht, also vom Manga her. Was ist deine liebste Nennart, also liebste Nenntyp und liebste Nennfähigkeit? Ja, ganz einfach. Spezifisch, es ist halt am interessantesten, am kreativsten Nennfähigkeit, das habe ich ja schon in einem Video erwähnt, ich verlinke es mal da oben, ist die Nennfähigkeit von Meruem. Das ist die Nennfähigkeit mit dem größten Potenzial in meinen Augen und einfach badass. Was ist mein Lieblings-Opening und Ending? Da bleibe ich bei Hunter und das ist auch Nummer 5. Also das vom Kimura Entag. Aber auch Magi hat wirklich ganz starke Openings. Also hier kann ich euch nur empfehlen, zieht euch den Anime unbedingt rein. Welcher Anime hat für dich den besten Soundtrack? Ja, auch wenn das jetzt ein bisschen eintönig klingt, aber ich glaube schon, dass Hunter x Hunter eine der Anime ist, der wirklich eine der besten Soundtracks tatsächlich hat. Aber da ist natürlich auch Attack on Titan, Magi. Die haben starke Soundtracks. Aber das kann man halt generell nicht sagen, weil es gibt einfach so viele gute Soundtracks. Also muss man einfach mal gesagt haben. Danke für deine lange, lange Fragenliste. Jäger Anime fragt,
Wie geht es dir zurzeit? Mir geht es ganz gut, mein Lieber. Ich hoffe, dir auch. Wie kamst du auf die Idee, einen eigenen Manga zu machen? Das hatte ich schon immer im Kopf. Da habe ich mir das einfach immer so vorgestellt. Meine eigene Story, meine eigene Geschichte, meine eigenen Charaktere und ich bestimme, wie es läuft. Und dass ich einfach auch eine persönliche Message durch meine Manga kreieren kann und verbreiten kann. Das war einfach immer so die geile Vorstellung. Und als ich dann Hand in Hand entdeckt habe, dachte ich, ey, geil, das ist eine Welt, die mich begeistert. Und leider macht Togashi keine Fortsetzung aktuell. Und da dachte ich, ey, wer auch immer irgendwie Hand in Hand Content feiert, der hat vielleicht auch Lust, meinen Manga zu lesen, auf irgendeine Art Content kriegt. Deshalb teile ich auch das ganz gerne mit meiner Community. Klar, man sieht bekannte Charaktere, aber hier kann ich auch neue Charaktere einführen, neue Ziele. Und die Idee des Mangas ist ja im Prinzip, der Chimera End Arc ist da offiziell abgeschlossen, aber in meinem Manga ist es wie ein verlängerter Arm. Also, dass er in diesem Sinne nicht abgeschlossen ist, sondern weiter gestreckt wird. Wenn man so will, weil ich ja die Sichtweise der Chimera Ends weiter erzähle und meine eigene kreative Story kreiere und erschaffe. Was ich halt im Hunter-Hunter-Anime nicht gekriegt habe, kann ich hier jetzt selbst erschaffen. Das ist halt das Schöne. Was planst du für die Zukunft dieses Kanals? Ich werde auf alle Fälle weiterhin wöchentliche Content bringen. Ich will ein bisschen das Thema erweitern, halt klar aus Hauptfokus Hunter x Hunter, das ist klar, aber auch zwischendurch über andere Anime reden oder was gerade aktuell ist. Und natürlich das nächste Ziel wären die 2000 Abonnenten zu knacken. Und natürlich auch neue weitere Formate zu kreieren. Wie stehst du zu Krollo und der Phantomtruppe? Also ich mag Krollo, ist definitiv auch meine Lieblingscharaktere. Die Phantomtruppe, einige mag ich und einige mag ich halt nicht so. Aber generell Daumen hoch. Bist du an der Backstory interessiert? Ich brauche es jetzt nicht unbedingt, aber wenn man natürlich Content kriegt, dann klar. Was denkst du, wird in Zukunft mit der Phantomtruppe passieren? Also ich bin ziemlich sicher, dass sie sterben wird, denke ich. Wie viele Kapitel wird dein Manga haben? Schwere Frage, ne? Also geplant sind jetzt aktuell 40. Aber um es konkret zu sagen, im ersten Band werden 8 Kapitel vorhanden sein. Das entspricht ungefähr von 144 Seiten, weil ja ein Kapitel bei mir ungefähr 18 Seiten beinhaltet. Was ist dein Protagonisten-Ranking in Hunter x Hunter? Also machen kurz mal eine Top 3. Killua, Netero und Kurapika. Was sind deine Top 5 Anime-Charaktere? Meruem, Kizuru, ah nein, der ist ja von mir, kann ich nicht sagen. Spaß. Da würde ich auch sogar tatsächlich die drei Royal Guards reinnehmen, denn ich liebe sie einfach. Und dann würde ich noch Titus nehmen. Drei Anime-Charaktere, die das traurigste Ende hatten. Ehrlich gesagt habe ich nicht so viele traurige Ende bis jetzt gesehen oder was mich berührt hat. Also ganz klar Meruem und Komugi auf Platz 111. Titus auch, also er bekam ja ein Comeback, aber als allererst habe ich da auch wirklich gemeint. Also Spoiler zu Magi, als ich gedacht habe, er ist gestorben, war ich ziemlich zerstört. Falls ihr noch weitere Videos sehen wollt, wo ich eure Fragen beantworte, dann schaut euch dieses Video jetzt an. Somit würde ich sagen, sehen wir uns, wenn es wieder heißt, ein neues Hunter x Hunter Video zu bringen, hier auf diesem Kanal. Euer Meruem Boy. Ciao!